Ja, stimmt, stimmt. Wir bauen hier unser Werk weiter. Meine Frau suchte gerade Lost die Staffeln durch wieder. Ja, ja. Bin ich da so. Warum denn auch nicht? Ja. So, Urlaub. Ja, die hat jetzt frei, die hat immer ein paar Tage frei. Ah. Muss dann bald wieder, glaub, ab Dienstag, glaube ich, muss er wieder los. Joa. So. Sieht aber auch schon ganz gut aus. War mega Stimme im Stadion, glaube ich dir, Ralf, immer. War ein geiles Spiel, ne? 4-0 und Spitzenreiter. Glaube ich dir. Stimmt, du warst auch vor Ost, ne? Hast du erzählt. Geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. VW rein. Ah, das wäre auch Hummers Baustelle. Ich bin kein Fußballfan. Ja. Wir könnten vielleicht hier noch, warte mal. Aber in der Dachfläche wäre auf jeden Fall Platz für sowas. Das muss man sagen. So. Vielleicht. Ja, als Spitzenreiter muss auch gute Stimmung sein, ne? So muss das. Ah, das kann ich jetzt wieder nicht drehen, ne? Das ist... Kann man das? Nee. Alles so. Kann man... Dann muss das noch einen Meter weiter rüber. Ja, das stimmt. Nee, das ist... Nee. Das machen wir nicht. Oh, die Playlist ist alle. Können wir mal eine andere Playlist raussuchen, Leute? Irgendwas Chilliges. Warte mal. Irgendwas... Eine Playlist kann leer werden? Ja, meine können leer werden, ja. Ich such mal gerade was. Was haben wir denn? Es gibt doch diese After-Work-Chill-Out-Geschichten. Warte mal. Themes. Moods. Happy Running. Wo war denn die Liste hier? Browse. Habe ich nicht letztens mal irgendeine gespeichert? Warte mal. Saved. Erstmal hier. Nee, es ist Countdown. Das sind Favorites. Gucken wir mal, ne? Funk, nee. Was nehmen wir denn? So, Themes. Sieht doch schon gleich ganz anders aus. Intros, nee. Wo war das denn hier? Gaming, nee. Ah, hier, Work. Da haben wir doch so eine Liste. ASMR-Playlist gibt's. Was ist denn das dann ist hier? Doch genau dein Ding. Du was? Oh Mann, Leute. Ist ja anders wild. Ach, verdammt, ey. Wo haben wir denn den Scheiß jetzt hier? Können auch ein bisschen Klassik hören. Nee, das machen wir nicht. Themes. Drama. Nature. Ich hab doch letztens eine coole gehabt, ey. Cooldown. Ist das entspannt? Warte mal. Ja, das ist entspannt. Malusia, Mahlzeit. Habe ich neulich mal mit Kurven und Rundungen im Spiel auseinandergesetzt. Echt übel der Aufwand, wenn man alles rund machen will. Das stimmt, ja. Das ist schon sehr aufwendig, ja. Das ist wirklich aufwendig. Aber sieht halt auch schön aus. Das stimmt, ja. So ein bisschen Rauswerfmucke hier. Sehr gut. Das haben wir.
Oh, warte, da fehlt noch was. Da fehlt auch noch einer. Da haben wir, Hier fehlt auch noch einer. Da auch. Ach, habe ich die ganze Reihe vergessen? Lol. Wieder Fusch am Bau hier, ne? So, jetzt haben wir's. Das ist schon mal gut. Ich muss gucken, wie wir das hier oben noch irgendwie... Das ist echt schwer, ne, mit den ganzen Rundungen. Aber es sieht halt echt klasse aus, ne? Ich glaube, du hast auch mal so eine Batterie gebaut, ne, Joe? Eine Batterie oder in meinem Singleplayer-Spiel stand, mein Hauptlager ist rund. Also so ein paar Sachen habe ich damit auch schon gemacht. Es ist echt sehr schwer, ja. Musste viele Zwischenstritte machen und da verzweifelst du auch manchmal, ne? Wegen den World Grid und so, ne? Das ist halt. Ja, bei so Sachen musst du dich vom World Grid verabschieden. Ja, ja, klar, natürlich. Nach 2 Stunden hatte ich Spaghetti im Kopf. Das glaube ich dir, ja. Aber falls ihr einen Rund bauen wollt mit 11 Fundamenten Durchmesser, da habe ich einen Blueprint. Das ist das Kreisinnere, und da müsst ihr euch nur das mit den Fundamenten nach außen ziehen, auf die passende Größe. Ah, cool. Und dann habt ihr die Fundamente schon mal im Kreis. Das ist auf Discord einfach schön. Im Blueprint-Channel gucken. Ja, so nice. Aber die Playlist ist auch gut, ne? Ja. Bisschen Chili-Vanilli-Musik. Dahin. Wir könnten ja mal versuchen, jetzt hier das drumherum zu bauen. Oder? Jo, machen wir mal. Das passt doch. Das passt doch. Wände. Man, you know it's true. Ich glaube, du hast wirklich Rausschmeißermusik aufgelegt, hä? Nee. Nicht. Hat er nicht. Ach Mist, das passt jetzt wieder hier nicht. Ach Mann. Das muss doch wieder anpassen. Verdammt. Zu, ne? Oder? Ne, jetzt müssen wir noch ein Stück rübersetzen dann. Das war ein paar Minuten zu früh für die Arena. Ne, jetzt brauchen wir erstmal nicht. Das hätte jetzt so einen großen Frustfaktor für mich. Das wird doch langsam. Das kriegt jetzt so nah noch ein bisschen Stück. Schön bauen ist nicht immer schön bauen, sondern oft ist weniger mehr. Das stimmt, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt muss ich dann überlegen, wie ich jetzt hier weiter baue. Ob ich das hier oben auflasse oder ob ich es zumache. Gute Frage, ne? So, das hier müssen wir anders machen. Das geht so nicht. Zumal wir hier auch noch Stützen brauchen, ne? Weil. Oder ich mach den hier drauf. Das Freischwebende, das ist ja irgendwie so. Ist zwar cool, aber irgendwie auch nicht das Richtige, ne? Oder wir machen hier sowas. Aber. Mal Customizer, Materialien, Beton. Wir stellen das mal um. Doch schick hier. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die hier
dass man nur hier quasi Zugstrecke vorne und hinten Lämmchen haben und ich die anderen dazwischen wieder rausnehme. Mal gucken. Aber hier oben, das sieht doch ganz nice aus. Da können wir Streben reinsetzen, das würde überklappen. Das hier sogar noch ein bisschen... weiter auseinanderbauen, ne? Erstmal die Seiten und dann gucken wir mal weiter gleich. Das passt zum Beispiel hier. Den genau mal hier. Die Fenster nur immer einen Rahmen drumherum. So, da haben wir das schon mal drum gezogen. Fenster schon wieder? Nee, nee, das muss weiter nach außen. Dann müssen wir das noch ein bisschen weiter nach außen packen. Das passt hier dann wieder gar nicht, ne? So machen, das wäre ein bisschen drüber, aber das fände ich gar nicht mal so schlimm. Okay, da müssen wir noch gucken. Das muss hier natürlich schön ineinander glitschen. Das passt halt hinten und vorne nicht, ne? Die auch noch darüber glitschen? Mist. Dann könnte man nämlich vielleicht sogar noch überlegen, ob wir den Beton hier ein bisschen dunkler färben und dann haben wir hier die Säulen so als hellen Kontrast noch. Nee, das ist nicht gleichmäßig. Das geht so nicht. Warum dann nicht? Das geht einfach nicht. Muss mal gucken hier. Im einen sitzt er nämlich viel, viel weiter unten an. Warum macht er das hier nicht? Das ist doch die gleiche Höhe. Den so machen. Warte, müssen wir vielleicht mal den Fly-Modus rausmachen. Fertig bauen. Das könnte gut werden. Ich bin nicht 100% sicher, aber es könnte. Es ist immer noch unterschiedlich hoch. Warum? Das verstehe ich nicht. Weil beim einen hat das unten reingesetzt und da baut das oben drauf. Das ist halt komisch. Das ist echt komisch. Das. Warum ist das so?
habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Ich stelle mir jetzt gerade auch alles ein bisschen anders vor hier, aber es klappt gerade nicht so, wie ich will. Irgendwie nicht so ganz. Irgendwie nicht so ganz. Probieren wir hier was anderes. Wir haben das. Sagen wir gehen hier einfach mit so einem darunter. Mal bis dahin. Das ist weiter rüber. Das würde gehen. Stahlträger. Könnte man natürlich auch noch, ja. Gucken, ob das geht jetzt. Perfekt, so wie der. Er hat wieder einen Unterschied hier drin. Warum setzt er das denn jetzt nicht auf den Boden? Das verstehe ich nicht. Aber das ist echt ein Höhenunterschied. Seht ihr das? Warum macht er das? Ich glaube, ich weiß, wo das Problem bei dir ist. Ich muss mal kurz rüberkommen. Wir sind da bei den Silos, bist du, ne? Ja, ja. Also, wie ich es jetzt im Stream gesehen habe, ist das Problem, dass einmal die Wand auf dem Fundament aufsitzt. Ja, ja, und das ist klar. Auf dem Träger. Ja, ja. Da kommt der Höhenunterschied dann her. Ja, aber warum macht er das nicht runter? Gut, ich kann das andere natürlich erhöhen, das wäre jetzt kein Thema, ne? Das wäre am einfachsten. Entweder das, oder wir müssen gucken, dass wir an der Stelle das halt runterkriegen. Ne, ich passe das an, alles gut schon. Ne, aber du kannst das auch mit den Straßen sperren. Ja, ja, ich weiß, einmal drauf und dann, ich weiß, das hast du mir schon mal gezeigt. Genau. Müsstest du nur quasi den Träger nochmal wegmachen und dann die Straßensperre da erst hin. Ja, ja, und dann wieder ziehen, ne? Ja. Oder beziehungsweise, warte mal. Nee, es geht schon, geht schon, geht schon. Alles gut. Ich muss aufpassen, dass ich kein speichern. Dass ich jetzt kein Lager hier wegbaue, weißt du? Sonst wäre nämlich Grande Malheur. 03 Brick, danke dir für dein Follow. Jo. Dankeschön. Oh. Jetzt auf da rumzubauen. Ich mach das jetzt einfach auch. Ich wollte nur mal gucken. Also so wäre es jetzt auf Fundamenthöhe gewesen. Ja, habe ich jetzt auch. Aber ja. Das andere geht natürlich auch. Dann sind die Wände ein bisschen höher. Aber es geht schon, es geht schon. Musst du dann halt gucken mit deinem Dach, ob das da hinkommt oder ob du dein Dach dann noch. Ja, ich ziehe jetzt erstmal hoch, dass ich es alles so ein bisschen bündig habe, ne? Und dann gucken wir weiter. Hä, zu spät. Egal. So, bauen wir weiter hier. Oh nein, ich habe jetzt echt ein Lager abgerissen. Nein. Oh. Aber der Zug kommt gerade erst. Zu schnell geklickt. Gut, ist nicht schlimm, weil der Zug nämlich gerade erst gekommen ist. Ja, und den Inhalt müsstest du ja beim Abreißen dann im Inventar haben. Ja, ja. Der wäre ja nicht verloren. Außer das Inventar war zu voll, dann hat er eine Kiste irgendwo erstellt. Vielleicht zwei Stück abgerissen. Das ist ja köstlich. Oder sogar drei. Das wäre ja nicht schwäch. Naja, gut. Ihr spielt mit Motzi. Ja, genau. Mit Fixed Farming spielen wir zum Beispiel. Was haben wir noch für Mods drin, Joe? Fixed Farming, Linear Motion, also die Aufzüge. Ja, genau. Oh, was haben wir noch mit Pack Utility? Ja. Haben wir sonst noch was? Sonst glaube ich nichts, ne? Ah doch, hier, dass wir Festplatten bauen könnten. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Aber das war's, mehr haben wir gar nicht. Ne, mehr haben wir nicht, richtig.
Aber wir spielen halt nicht auf dem Server, ne? Wir spielen halt gehosteter Spielstand. Warum geht das jetzt? Ah ja, ich muss immer neu verbinden, ne? So, da auch noch mal verbinden hier. So. Ach, da müssen wir den Spaß hier noch einmal. So, immer bis ganz nach unten. Ich glaube, das würde mir auch ganz gut gefallen. So, das ist Weizen, ne? Sortieren wir mal eben kurz. Das kommt hier rein. Und vielleicht hier, so in der Richtung. Das ist so ein Landwirtschaftsmod, ist das hier. Eine kleine Unterteilung hin. Ja, das wird gut. Und hier schon alles raus. Den habe ich auch neu gesetzt, ne? Ach, den muss ich, glaube ich, nochmal setzen. Warte, das ist nämlich komplett falsch. Ich kann mal überlegen, ob man dann hier auch ein. Ich glaube, der ist mir zu viel. Den lassen wir erstmal weg. So, weiter geht's. Sehr schön. Der Mais kommt wieder rein hier. Der da könnte. Das könnte ich mir gut vorstellen. So, dann ist das hier nochmal weg. Und das ziehen wir nochmal hoch. Sehr schön, sehr schön. Krass, wie das Game verwandelt hat, durch die ganzen Deko verändert hat. Habe leider ein wenig zu früh angefangen und musste alles umbauen, damit Schienen und so wieder nutzbar waren. Ja gut, okay, das ist ja meistens so. Ne? Bei größeren Updates, das stimmt. Aber es hat sich wirklich sehr gut. 2020 kam es raus, glaube ich, ne? Oder? 2019. Ich weiß es gar nicht. Nee, das war dieses Jahr war vierjähriges. Vierjähriges, ne? Also 2019, ja. Ja. Schon krass, ey. Ja. So, ah, guck mal, das geht doch. Guck mal, das geht. Das geht. Hup. Kürze können wir dann sagen, schon der zweite Engine-Wechsel. Stimmt, richtig. Ah, hier müssen wir mal anpassen. Das passt so nicht. Da müssen wir mal ein bisschen weiterziehen. Ach Mist, jetzt habe ich die komplette Platte wieder weggenommen. Ne? Ah, nee. Das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht dahin. Das geht so wirklich nicht. Jetzt passt es aber. Ja, auf jeden Fall. Jetzt passt auch von der Höhe, ne? Jetzt passt das auch von der Höhe. So, warte. Wir müssen mal hier kurz. Ich baue mal kurz hier. Ja, das war. Den jetzt hier anpassen. Ah, guck mal, der passt genau. Geil. Sehr schön. Bin gespannt, was im Update 8 passiert. Gibt es da Infos dazu, wann das kommt? Na, gibt es, glaube ich, noch keinen fixen Termin, ne, Joe? Nee, Datum gibt es noch keins. Nee, gibt es noch nicht. Red Bull, danke für den Bits. Dankeschön. Danke, danke. Da gibt es noch nichts so wirklich. War auch so mein letzter Stand. Da gilt wie immer, Update gut, wenn das Update gut. Richtig, ne? Es kommt, wann es kommt, ne? So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir... Warte mal, das können wir eigentlich wieder gerade machen, ne? Dann machen wir die mal wieder raus. Die können wir eigentlich auch wieder raus machen. Dann müssen wir es wieder anpassen, ne? Dass wir da gerade ziehen können. Das machen wir gleich auf der anderen Seite. Ja, das hat doch was. Ich bin immer noch am Überlegen, ob man nicht doch einen hier in die Mitte ziehen. Aber ich glaube, das wird too much. Meinst du? Ah, weiß ich nicht. Aber könnte... Ja, weil... ja, vielleicht ein bisschen, ne? Ziehen wir ein bisschen. Wieso?
dahin. So, wenn wir das jetzt noch ein Stückchen näher ran machen, dann geht das auch hier mit, ne? Wobei. Ich zieh das nochmal weg. Sieht schon auch nicht schlecht aus. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den da genau treffen, ne? Da müssen wir, glaube ich, hier so. Ich glaube, das muss ich mir nochmal richtig ausgiebig überlegen bei einer Runde Pipi machen. Dann mach das gleich. Jo. Bis gleich, Joe. So, machen wir weiter hier. Ja, noch ein Stückchen rüber, ne? Noch ein Stück. Na, damit könnte ich nicht leben, nein. Das ist blöd, das geht da durch, ne? Das ist halt auch nicht schön. Vielleicht noch einen Tacken weiter. Hier. Einigermaßen gehen, ne? Aber da müssen wir halt viel. Die Frage ist, wie sieht das hier wieder aus? Das ist auch blöd. Das sieht nicht aus, Leute, oder? Wobei, wenn wir da einen Stahlträger durchballern, dann könnte das, glaube ich, schon wieder gut aussehen. Wir gucken gleich mal. Oder irgendwas anderes. Kaschieren wir nachher schön. Weil das geht jetzt hier so ein bisschen. Ah, doch, das geht. Das ist okay. Aber da guckt das hier raus, ne? Das ist natürlich auch nicht toll. Da muss ich irgendwas drum rumbauen. Müssen wir nochmal schauen, Leute. Ja, und hier haben wir jetzt auch eine mega Lücke, ne? Kein Quarzsand mehr. Ei. Ist gar nicht so einfach, ne? Und hier ist auch schief. Ei. Warum ist das überhaupt schief hier? Das kann aber nicht sein. Hä? Ach, das habe ich ein bisschen im Dingens hier vertauscht. Da ist er wieder. Geh mal schnell. In der Waschen war wohl nicht drin, oder was? Doch, aber es waren halt jetzt 2 Kaffee, also 10 Bar Druck, dass die Schüssel. Ach so, ja, gut, okay. Das war alles. Ach so, na gut, na klar. Ey, Homer, wann bist du wieder auf der Galgenberg unterwegs? Nächste Woche auf der Galgenberg. Morgenhof Bergmann. Nächste Woche. Immer im Wechsel. Hof Bergmann die Woche, nächste Woche wieder Galgenberg. Ab Galgenberg fange ich mit Dogge jetzt auch an. Echt? Okay, cool. Ja. Auf jeden Fall eine sehr geile Map. Sehr geile Map. Ja. Ja, wir hatten anfangs das Problem, dass bei Dogge die Bäume so Herbst, Sommer geflackert haben. Echt? Okay. Aber jetzt hat er seine Auflösungsskalierung umgestellt, jetzt passt das. Okay, na ja, gut. Da haben wir nämlich schon gedacht, oh Mist, so eine schöne Map und daran scheitert es jetzt. Aber nee, haben wir hingekriegt. Also am Dienstag wieder, ne, spiele ich wieder die Galgenberg, Leute. Das genau nochmal zu definieren. Wir könnten natürlich noch mal versuchen, dass wir hier vielleicht noch. Warte mal. Jetzt hier noch einen reinkriegen. Komm, geht ran da. So. Du weißt doch, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, das ist richtig. Aber manchmal ist mir das schon ein bisschen zu schwör. Verstehen Sie mich beide? Es will nicht so, wie ich will. Vielleicht doch noch mal einen weiter hier.
denn eigentlich nur Beton, oder? Vielleicht hier rüber jetzt. Na. Hatte ich nicht eben noch irgendwas gesagt, was mir fehlt? Ich glaube, das war vor der letzten Runde hier. Ah. Ja. Sieht gut aus. Hol mal nur bitte. Ein Stückchen noch weiter. Hier vielleicht. Aber das könnte klappen. Die Frage ist, passt das jetzt auch mit den Fenstern? Ne? Nee. Ach nee, das ist auch wieder nix. Oder wir machen das mal ganz anders. Weg. Hm. Egal wie du es drehst und wendest, das wird nicht so wie ich will. Ja, das ist nicht immer so einfach. Das ist gerade mit den Fensterwänden, die kann man halt auch nicht so gut ineinander glitschen lassen. Das sieht dann komisch aus. Oder Homer Stream gucken gegen den Strommast gefahren. Tja, verrückt, ne? Passieren, Leute. Man muss ja auch ab und zu mal einen Dogge machen, damit er hier auch vertreten ist. Mhm. Wie geht's ihm überhaupt? Geht's ihm gut? Dogge, ja, ne? Ja, doch. Doch, doch. Noch eine Ecke mit hinzu. Eine Ecke? Es gibt keine Ecke, Leute. Die nächste Hypertube vom Gebäude. Du? Das müssen wir mal gucken. Hypertube war ja eigentlich Homer seine Baustelle. Ja, müssen wir bald mal wieder bauen. Vielleicht im nächsten Stream. Gucken wir mal. Eine Ecke noch dazu. Da würde inzwischen nur ein bisschen was gehen. Ja. Ein C bauen. Ach, du meinst noch eine Ecke dazwischen? Boah, ist ja noch schwerer, glaube ich. Ach so, meinst du? Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Das sieht auch ganz gut aus. Das machen wir überall so. Keine Ahnung, ich weiß, glaube ich, wie du es meinst. Hier noch so ein Zwischenstück bauen, ne? Irgendwie. Aber das Problem ist, dass es hat mit dem World Grid das. Ah, Mann. Das ist schon wieder zu schwer hier. Ich weiß, was du meinst, ja. Du meinst einfach hier so ein Zwischending bauen, ne? Einfach hier so weit zum Beispiel. Oh ja, dann haben wir ja quasi die nächsten Projekte. Ich fange dann an mit dem Kraftwerk und du machst wieder Hypertubes. Ja, ja. Ja, genau, ja. Na, die Frage ist wieder, passt das dann wieder mit den Fenstern, weißt du? Das ist immer. Big Smoke, Mosche. Müsste, glaube ich, sogar passen. Ah, doch. Ah, passt sogar. Fast, ne? Es ist ein bisschen. Passt nicht so ganz, aber. Ja, danke für den Tipp, ne? So meinst du, ne? Nicht genauso schwer, aber mit ein bisschen Glück. Ja, ja, das stimmt. Mit ein bisschen Glück und Spucke geht halt. Was könnte vielleicht passen, ne? Ja, das Problem ist halt hier jetzt wieder, ne? Du kommst halt hier wieder rum. Ich sag mal, hier würde jetzt einer passen. Ah, da kriegst du den anderen wieder nicht rein. Ah.
Irgendwas ist ja immer. Ach, wir wollen erstmal Quarzsand. Wir besorgen mal Quarzsand, Leute. Und hier wird fleißig Mohrrüben, Weizen, Mais und Kartoffeln angeliefert. Ach, ist alles nicht so einfach, ne? Ich sag euch das, Leute. Es ist nicht so einfach. Nee, sobald du den 0815-Eckigbau verlässt, fangen die Sorgen an. Das ist richtig, ja. Dann ist komplett vorbei. Dann hast du einfach verloren. Lalalala. Hier ist übrigens die Landwirtschaftsverarbeitung. Das heißt, hier wird das Ganze angebaut, ne? Hier Karotten. Da kommt Erde, Samen und so weiter. Und damit das hier quasi rausbefördert. Weil LS heißt jetzt landwirtschaftliches Suchtis. Auch, ja, auch. Nennt sich Fixed Farming, Leute. Ne? Fixed Farming heißt das Ganze und das ist echt cool, das macht Spaß. Da vorne ist die Verladestelle, da kommt die Erde. Ne? Und da wird dann Samen hergestellt. Genau, so war es dann bei Indiana von Cleveland. Ja. Seht ihr, guck mal, hier kommt Erde rein, da kommt dann die ganzen Saatgut. Das wird dann hier aufgeladen, darüber gefahren und dann ins Lager. Das ist so das Prinzip. Wir fahren schon so 3, 4 Drölf-Züge, ne? So. Hier ist der Hypertube-Bahnhof, ne? Die müssen wir auch irgendwann nochmal fertig bauen. Das machen wir, glaube ich, vielleicht beim nächsten Mal. Wobei, ich will eigentlich erstmal die Farm-Dinger fertig machen. Mal gucken. Wieder jetzt was Neues anfangen? Schwierig. Ach, das ist doch ruhig erst fertig. Was ist da der Grundstoff? Der Grundstoff ist Erde. Erde ist der Grundstoff. Aber das gibt es im Spiel nicht. Ist eine Mod, ne? Quarzsand. Nennt sich Fixit Farming. Auch Stahl. Einmal Stahlträger mit. Hier. Kommen da. Ja, kommen noch neue Sachen mit rein, ja. Genau. Auch neue Erforschungen, ja. Auch Erntemaschinen, noch größere und so weiter. Das kommt später noch. Da gibt es auch, glaube ich, 3 verschiedene Erdarten. Und die kannst du noch verarbeiten. Ja. Die holst du ganz normal mit so einem Miner hier raus. Dann beförderst du die rein. Da gibt es auch verschiedene andere Produktionsgeschichten noch. Und ja. Jetzt ins Bett, Kopfschmerzen. Alles klar. Dann bis später. So, Leute. Gucken wir mal, ob wir das Problem da hinten gelöst kriegen. Ne? Das müssen wir ja auch noch schick machen. Das ist halt auch erstmal so ein bisschen... Das wollte ich so ein bisschen bauen wie so ein Gewächshaus hier. Damit das so optisch ein bisschen passt. Was? Da, wo das Wasser reingeht. Das ist natürlich schlecht, ne? Tja, Joe. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Sagst du. Oh, habe ich da ein Dingens entfernt? Jo. Verdammt, ich habe ein Lager komplett entfernt. Ach du Scheiße. Schon wieder. Habe ich das denn gemacht? Machst du aber gern. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Huch. Ich muss ja einfach hier hin. Ich wundere mich ja schon, warum hier Stau ist. Der Meister nicht mehr verarbeitet wird. Lass das mal weg. Das geht echt schnell, wenn er einmal nicht aufpasst, ne? Ach, ja. Dann machen wir das doch einfach so und dann passt das schon. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Mais, ne? Sehr gut. Er hört einfach nie auf mich. Doch, Sky, ich höre schon auf dich. Aber ich dachte, das wären nur die hier vorne gewesen. Aber hier wird auch abenteuerlich gleich. So, jetzt müssen wir weiter fuschen hier. Die sind aber nicht verbunden. Doch, doch, die sind miteinander verbunden. Doch, doch, hier unten rein. Dann da hoch. Ach ne, hier ist er nicht verbunden. Okay, warte. So. Den meinst du hier, ne? Wie gesagt, können wir überlegen, ob wir hier den Beton sogar noch ein bisschen dunkler färben. Jetzt. Yep, okay, gut. Gut, gut, gut.
das auch. Sehr schön. So, weiter pfuschen. Ein bisschen pfuschen wir noch, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir den Fusch hier fertig kriegen. Der Fusch wird schwierig jetzt. Ist das so? Verdammt. Ich könnte vielleicht noch mal, warte mal. Nee, nee, nee. Das geht nicht. Was geht nicht? Na, ich guck jetzt mal. Ne? Ja, das geht mit der Freiform. Ja, ja. Schild noch bauen. Meinst du, dass wir nochmal so einen Leuchtstreifen machen? Du meinst diese Säulen hier, ne? Die Metallsäulen zum Beispiel, ne? Nee, nee. Was meinst du denn, Malusia? Die unten? Die hier. Die Betonsäulen, meinst du? Überlegen, ob ich hier noch einen mittig reinziehe. Wollen die Rahmensäulen oder was? Oder was meinst du? Ist besser. Du ziehst unten die Linie. Hä? Wie eine Linie? Was willst du denn für eine Linie ziehen? Das geht nicht. Wird keine Line gezogen, das ist drogenfrei. Du kannst ja keine Linie ziehen. Die Orangen, ja, die kannst du nicht so ziehen, wie du willst. Das ist im World Grid drin. Das geht nicht so einfach, Bruder. Das geht nicht so einfach. Ach so meinst du? Ah, mit der Freiform meinst du? Ach so, ja gut, okay, das geht. So meinst du das? Ach, mit der Freiform, ja gut, da muss man sagen. Da kriegst du jeden Winkel hin, ja. Das ist richtig. So meinst du das? Aber da kriegst du ja jetzt kein Fenster mehr zwischen. Siehst du? Das passt hier nicht. Das kannst du vergessen. Man kann die natürlich wieder entfernen, warte. Da das Fenster drauf. Ja, warte, ich mach mal erst das Fenster da drauf. Hier auf die Reihe. Ist wieder mittig dann einer dazwischen? Das geht, ja. Ja, ja, ja. Sieht zwar ein bisschen blöder aus hier, aber es hat funktioniert. Sehr schön, danke. Gut. Gut, gut. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir das hier auch hinkriegen. Einmal mit Profis. Hat super geklappt. Ja, ich weiß ja auch nicht mal alles. Ne? Manchmal stehst du ja so ein bisschen auf dem Schlauch. So ein bisschen zumindest. So.
müsste das hier, glaube ich, rein theoretisch auch gehen, ne? Ja, jetzt haben wir das wieder hier. Vielleicht dann doch noch so wieder so ein Zwischenstück dazwischen, ne? Da die Stromleitungen auch nochmal anders. Jetzt mal überall die Knöppelchen auf die Träger drauf. Ist halt schwer im Chat, das stimmt, ja. Also sowas im Chat zu erklären ist halt immer ein bisschen tricky, das stimmt, da hast du recht. Ja, also es ist A, die richtigen Worte finden und B, dann teilweise auch noch mit dem Delay dazwischen. Ja. Aber ich glaube, das passt hier. Vielleicht passt das, ne? Sieht das natürlich blöd aus. Das ist zu schmal, ne? Vom Beruf Architekt? Nee. Architekt? Nein. Aber wer weiß, vielleicht im nächsten Leben. Das ist halt, ja. Sag niemals nie, ne? Nö, weiß es nicht. Weit müssen das Fenster noch? Warte, ich baue mal hier ein komplettes Fenster hin, damit ich weiß, wie weit er ist. Ihr wisst ja, wie sind die letzten Worte eines Architekten? Oh, mir fällt da gerade was ein. Ja, natürlich. Das könnte man machen, ja. Das geht. Die Frage ist, hier. Hätte hier sein können, ja. Da muss ich auch noch mal ein bisschen mit Freiform arbeiten, vielleicht für eine Fläche. Dann würde das auch gehen. Ich glaube, gerade war ein Autosaver. Ja. Ja, die werden immer wilder, ne? Ja, die dauern mit der Zeit immer länger. Und mich hat es dann gerade voll ein Stück durch die Luft teleportiert. Also ein bisschen pushen. Das sieht noch einigermaßen. Also sieht aus wie gewollt, ne? So. Wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen anders bauen. Das müsste ich vielleicht nochmal mit der Freiform vielleicht nochmal bauen. Das da drunter. Ja, da kommen noch Säulen dazwischen. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Das machen wir gleich noch. Das hier wäre die bessere Größe. Ja. So. So, das müsste, glaube ich, jetzt geklappt haben, ne? Gucken wir mal. Einmal. Zweimal. Ja, fast. Aber da können wir noch Säulen ziehen. Das können wir kaschieren. Das geht. Das heißt, wir könnten jetzt hier noch so eine Säule ziehen. Warte, Sekunde. Oder warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Ah ne, die kann man so nicht bauen. Ah, jetzt macht er das da wieder nicht. Warte mal, R. Sup. Standard. Ah ne, bei denen geht das wieder nicht, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir dann noch ein Streben dazwischen bauen. Oder wir ziehen. Wir den jetzt noch ein bisschen reinschieben hier. Warte mal, dann können wir die nochmal wegziehen. Sekunde.
Wunderbar. Dann können wir die nochmal einkürzen gleich, ne? Ah, warte mal, dann muss ich den nochmal weg hier. Gucken wir mal nur so ein 3 Meter, so. Das wird den da drauf. Ah, jetzt geht der nicht. Warte, den müssen wir auch mal wegmachen. Die machen wir auch nochmal weg. Und dann setzen wir den mal mittig drauf. Ist jetzt nur schade, dass die Tür da nicht mittig sitzt. Ist jetzt besser als vorher, aber... Da müssen wir halt nochmal ein bisschen kaschieren. Aber wir sind einmal rum jetzt. Das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Da sieht es ein bisschen kryptisch aus, aber geschoben kriegt noch. Hier könnte ich auch nochmal nachbessern, glaube ich. Wobei das, ja doch, das bessern wir auch nochmal aus. Ist okay. Das passt. Ein bisschen Fusch muss sein. Ja, du musst manche Sachen halt ein bisschen kaschieren, ne? Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Hier ist... Ist wieder unterschiedliche Höhe? Oh nee. Guck mal, hier haben wir wieder unterschiedliche Höhe. Haben wir den gleichen Fehler gemacht? Nicht vorhin? Jo. Hier haben wir wieder unten gebaut und da wieder nicht... Verdammt. Hier durch? Nee. Wenn wir das wegmachen, würde es komisch aussehen hier. Und erst recht natürlich hier. Aber das ist ja alles schön verdeckt. Also nochmal ab. So, jetzt haben wir sie da oben drauf gesetzt. Jetzt muss ich auch nochmal weg. Da. Hat jetzt den gleichen Fehler nochmal gemacht? Was ist das jetzt? Hier ist immer noch der gleiche Fehler. Hä? Ach, ist ja da noch drin. Wieso baut er das jetzt hier? Schade, dass es bei den Fenstern keine Freibauform gibt, ne? Das ist echt schade, ne? Nikolai, gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Tschüss, tschüss. Ah, das ist einer, der durchgeht. Naja, das macht nichts. Das war auch noch cool. Ah, jetzt haben wir es. Geht's rein. Das da einmal wegmachen. Und hier haben wir sowieso. Das heißt, das muss noch einmal weg hier. Und dann haben wir's. Konnte man die mit Steuerung, ja, richtig, genau. Mit Steuerung. So. Sieht das da auch mit dem Stromkabel wieder gut aus? So. So. Jetzt hier weiter. Einmal rum hier.
die hat ineinander gebaut hier, ne? Muss ich natürlich dann auch wieder genauso pushen. Weil da fällt es nicht auf, ne? Wenn es gleichmäßig ist. Sehr gut. So. Und so. Mir geht es jetzt erstmal nur um die Bauweise. Das Optische, das müssen wir nochmal anpassen. Das gefällt mir jetzt so. Es ist okay, aber würde ich vielleicht nochmal anders machen. 4 Meter Dach. Kann man es jetzt nicht hier? Zack, zack, zack. Hier brauchen wir Ecken. Das wird, glaube ich, jetzt auch schwer, das dann genau bündig zuzumachen. Ne? Oh. Der war nix. Der war nix, sagst du? So. So muss er sein. Ach ja, das wird richtig hübsch. So. Vielleicht jetzt. Leute, immer schön was trinken. Oh, ihr müsst auch noch was trinken. Ich vergesse das immer. Wenn du hier so einmal im Bauflow bist, wird das überlappen. Ja, vielleicht. Gucken wir gleich mal. Hier habe ich noch was vergessen. Guck mal, hier passt es schon wieder nicht. Hier die Ecke ist, ne? Müssen wir anders fuschen. Da müssen wir anders fuschen. Das Problem, dass das hier nicht geht. Das heißt, da müssen wir gleich pushen. Da fehlt noch so ein Teil. Das kriegen wir auch noch hin. Und hier fehlt auch noch ein Teil. Wir müssen ein bisschen mit Ecken arbeiten. Wand, dann wäre das. Dann müssen wir mal an einer Stelle mal den Beton dunkel machen. Gucken, ob das besser aussieht. Ich baue es jetzt erstmal hier. So. Dann hatten wir den hier, ne? Ja, und da überlappt es wieder, ne? Das ist halt das Problem. Oder wir machen das hier ganz anders auf der Seite. Ah, schwierig, schwierig. Weil halt hier die Ecken anders sind. Das ist halt nicht symmetrisch, ne? Das hier zuzukriegen wird super schwer. Oder? Ich glaube, hier war mal kein Leuchtstreifen. Ich glaube, das wäre zu viel. Obwohl ich Leuchtstreifen mag. Geil wäre auch, wenn sich die Leuchtstreifen bewegen würden. Das wäre natürlich auch nice. Oh ja. Boah, das jetzt zuzukriegen, das wird heftig. Aber ich kenne jemanden, der hat mit den
richtigen Lampen ja. hier im Spiel schon ein Lauflicht gebaut und das sogar Vanilla. Du ja. Ich nicht, nee. Nee? Echt? Nee. Wer denn? Der Chaos. Ach, der Chaos, echt? Henne, danke ja. für den Resub. Dankeschön, den fünften Abend. Der Chaos. Die Idee ist, oder beziehungsweise wie er es gemacht hat, ist eigentlich recht simpel, aber eben auf die Idee erstmal kommen. Ja, okay. Krass. Oh, hier fällt eine Wand. Jetzt einen Screen machen wir hier. Ich muss dann unbedingt mal Füße hier drunter bauen. Ja, muss ich auch. Das Gebäude sieht so schön aus, aber es schwebt noch. Es schwebt halt, ne? Ja, das ist manchmal so, ne? Wobei, meins liegt ja eigentlich auf dem Wasser. Das ist nicht so schlimm. Man könnte es halt komplett anders bauen, ne? Dass man sagt, okay, man macht jetzt hier vielleicht... Ja, hier musst du ja trotzdem eine Ecke haben, weil wegen dem Ding hier, ne? Mal was checken. Das sieht da blöd aus, ne? Mit den halben Dingern hier. Wenn wir das da hinpacken, warte mal. Ja, oder? Hä? Mit dunkel sieht das noch mal besser aus. Verdammt. Vielleicht ein Stück weiter frei platzieren. Warte mal, wir gehen runter. Oh ja. Gut, dann haben wir noch ein paar Färben. Guck mal, das geht. Da müssen wir ein bisschen pushen. Das heißt, wir könnten das hier. Bisschen symmetrischer machen. Ne? Aber nur ein bisschen. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber hier passt's. Ja, sieht hier ein bisschen scheiße aus. Nee. Verdammt. Ja, jo, danke Malusia. Tschüss, tschüss. Definitiv besser. Ja, sieht blöd aus. Das ist nicht so der Fall. Fenster orange oder rot? Einste? Das ist nicht hier komplett mittig. So, ne? Also wenn, dann eher rot, weil wir das da oben schon haben, sonst kommen zu viel Farben rein. Zu bunt, das ist dann auch wieder nicht so. Ist halt auch mit den Ecken, weil das hier nicht die gleiche Rundung hat wie da. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier noch... Ist natürlich gerade dunkel. Färben wir mal hier weiter und gucken, wenn es wieder Tag ist. Schwierig. Jetzt hier die rausnehmen und die auch noch gerade machen und das ein bisschen anpassen. Das müsste eigentlich dann gehen, ne? Vielleicht nicht mal weg. Hoch. Das ist ein falsches Raster. Ist das denn gerade hier? Hochgezogen werden. Jo. Das ist gerade. Da fehlt der Grill. Müssen wir mal eben fertig bauen hier. Da müssen wir hier ein bisschen. Das
Ganze anpassen. Weil wenn wir es einmal angepasst haben, dann sollte es funktionieren. So, warte mal, das müsste jetzt genau hier passen. Ne? So, der. Ach ne, jetzt hat es wieder auf unteren Grid abgelegt. Manfred, ich grüße dich. Na, wie ist es? Ich habe heute mal die neuen Fahrzeuge gekriegt, das ist ein ACC. Und ich habe mich für ein neues Auto entschieden. Mit dem komme ich richtig gut klar. Ob es reichen wird, ne, um auch gegen bessere Fahrer zu bestehen, weiß ich nicht. Aber man wird sehen, ne? Ja, der Ferrari, also der fährt sich richtig gut. Also den finde ich, der liegt mir richtig. Der Ferrari ist einfach mega gut. Der ist echt Bombe. Ja, vor allem, der liegt auch in den Kurven richtig geil, ne? Also mit dem komme ich richtig gut klar. Also es ist echt das Auto, der Porsche auch. Der ist noch ein bisschen wilder, aber ja, weiß ich nicht. Aber der ist wirklich richtig krass. Der Porsche ist fast so ähnlich zu fahren, das ist ein bisschen aggressiver, finde ich. Nicht viel, aber einen Tacken. Mit dem bin ich auch schon gute Zeiten gefahren. Und mit dem Lambo komme ich gar nicht klar. Da bin ich lost. So. Ja, bei dem Porsche, der ist ein bisschen... Der kann zwar auch geil Kurven fahren, aber mit dem Lambo, boah, der ist mir echt zu wild. Also das ist echt so ein Fahrzeug, wo ich mir denke, nee, will ich nicht. Der ist echt zu heftig. Willst du umsteigen oder bleibst du bei deinem Fahrzeug, Manfred? Sind einige jetzt auf Ferrari gewechselt oder Porsche, ne? Ja, mit dem Heckmotor, das ist ein bisschen speziell, das stimmt, ja. Du bleibst bei BMW. Ah, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier vielleicht ein bisschen anders hinbekommen, ne? Gut, man könnte jetzt auch hier eckig zumachen, ne? Das wäre halt auch möglich. Ich kann schön mit dem Heck spielen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ich bin heute mal ein paar Runden gedreht. Ich hatte mal ein bisschen Zeit. Morgen werde ich es auch noch mal ein bisschen machen. Und dann. Ich denke mal, es wird der Ferrari werden, aber es könnte vielleicht auch der Porsche sein. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nur ein paar Runden gedreht. Das war jetzt nicht so viel. Ich glaube, 15 Runden mit jeder Karre. Das ist hier schon wieder. Das sieht hier schon wieder nicht aus, ne? Aber auf die Höhe nicht kommen, ne? Das, nee, das geht nicht. Das müssen wir anders machen. War gerade flott 40 Runden am Drehen. Oha, bist ja richtig im Training. War 2 Wochen noch, dann geht's los. Ich freue mich. Dann geht's los mit der WM. Also heute in 2 Wochen. Ja, da haben wir wieder hier dieses Überlappen, aber das ist kein Problem. Das können wir gut kaschieren. Zwar nicht wieder ganz rund, aber das Gebäude hatte Rundungen. Ja, das gefällt mir nicht.
schwierig. Mann, Mann, Mann. Hier müssen wir auch nochmal nachbessern, weil... Gucken wir mal, ne? Also hier gefällt mir schon gut. Aber die andere Seite halt nicht, ne? Wobei, wir könnten hier eigentlich auch nochmal glatt ziehen. Dann können wir zumindest hier die Seite auch zumachen. Wenn wir jetzt hier auch nochmal das Stück auch anpassen, dann hätten wir das hier wieder eckig. Und dann wird es wieder besser passen. Aber wird halt nicht so gut aussehen, ne? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Im Rad wechseln doch nicht. Schade. So, wir gucken mal, was der Joe macht. Gucken wir mal rein da. Ich bin noch Malern. Warst du Malers? Bist gleich fertig, ja, oder was? Oder fast. Ist ganz schön dunkel hier, ne? Ja. Boah. Aber es wird langsam wieder Tag. Das stimmt. Ui. Sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Ja, so langsam wird das. Ja. Oh, guck mal, mit rotem Dach. Ja. So rote Ziegel mäßig. Ui, guck mal hier. Wie schön das geworden ist. Das ist dein Dunstabzug, das rote Dach. Der Dunstabzug, ja. Ein Eingang hat er auch gebaut. Ui. Hier ist er. Zwei Stück. Einer vorne, einer hinten. Oh. Ja, sieht gut aus. War halt vom Chat noch der Vorschlag, dass man die Fenster vielleicht rot macht oder orange. Ja, ja. Mal gucken. Tust dich schwer, oder was? Wie es bei Tag dann aussieht. Ja. Könnte man nicht hier oben bei dem Dach noch so Streben rein dazwischen packen? Rein theoretisch. Also ich habe ja so ein paar Streben habe ich drin, aber man könnte noch ein paar mehr machen. Ja. Hier zum Beispiel hier diese Streben hier, guck mal. Ach so, ja, sowas könnte man da auch noch, ja. Zum Beispiel, weißt du? Und welche Zeit bist du gefahren, Manfred? In den 40 Runden? Hast du eine gute Rundenzeit hinbekommen? Oder willst du nicht verraten? Oh, das ist schon sehr, sehr schön. Ich glaube, ich bin in der fünften Runde mit dem Ferrari bin ich auch 1,51 irgendwas gefahren. 1,51, 3 oder 4, ich weiß nicht mehr. Seit dem Update bist du eine Sekunde langsamer. Echt? Okay. Also ich bin 2 Sekunden schneller oder 3. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, Manfred ist auch immer zügig unterwegs. Setup ist optimiert. Ja, genau, das stimmt. Ich habe mein Setup auch schon angepasst. Musste ich auch. Ja, ja, ja. Ach ja, und der Joe will einfach nicht mitfahren. Hat einfach keine Lust. Ist zu schnell für dich, ne, Joe? Du willst doch nur, dass ich mitfahre, damit du nicht Letzter wirst. Ich werde nicht Letzter, hey. Ich bin im letzten Rennen bin ich von 27 Leuten bin ich 13. geworden, also... Letzter werde ich nicht. Ja, da ging es ja auch noch um nichts. Ja, und? Da sind die ja alle noch mit Halbgas gefahren. Ja. Ja. Ja, mit Halbgas. Ich jetzt aber gucken, wann dann die Meisterschaft mit läuft. Ja, ja. Ach, weiß ich nicht. Wichtig ist immer vor Ricky. Ne? Grüße gehen raus, Ricky. So ein kleiner Joke halt. Ne? Ist sie ernst gemeint, aber... Das ist schon... Ist mein Ziel. Ich will ein paar Punkte einfahren... Und ich bin mal gespannt, wie das mit den Regenrennen wird. Wir haben ja Random-Wetter eingestellt auf dem Server bei Assetto Corsa Competizione. Und wenn dann mal Regen kommt, boah, heftig. Schönen Sonntag euch allen, ja. Wo ist denn hier wieder? Boah, guck mal hier, die ganzen Bänder, Leute. Ui. Ja. Kurz vor dem Überrunden. Leck mich. Arsch. Ja, ja, ist klar. Natürlich, natürlich.
Natürlich. Heute gibt's lecker Mittag. Ich weiß gar nicht, was ich heute mache mit meiner Frau. Wir wollen auf jeden Fall erstmal einen Chili machen. Ach nee, ich muss doch die Hof Bergmann weiter umbauen. Oh nee, für heute Abend für den Stream. Oh, gar kein Bock. Was ist denn mit Orange? Was hast du das gemacht, testweise? Das ist schon weg. Ach so, schade. Lass es doch einfach so. Also, ist ja vollkommen okay. Ja, vielleicht noch ein fettes Schild drauf, was das ist. Ja, das können wir auch noch machen. Ja. Und natürlich unten noch irgendwie eine Befestigung.